Herzlich willkommen zum Couch Talk. Heute mal nicht auf einer Couch, sondern auf Stühlen. In einer geilen Location. Genau, heute mit dem Ben. Ben, du hast dich quasi freiwillig zum Couch Talk gemeldet. Das finde ich echt cool. Genau, Ben kommt aus unserer Jugend, aus Bernwalde. Neuestes Mitglied quasi. Und genau, wir gucken mal. Wir wissen nicht so wirklich, über was wir uns unterhalten heute. Es wird sehr interessant. Ben, erzähl mal, wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt hier bist? Das ist eine kompliziertere Geschichte. Also es hat so ein bisschen angefangen, dass ich wirklich richtig hart drüber nachgedacht habe, war das mit meiner Freundin, weil sie war halt christlich und ich nicht. Und dann gab es da so ein paar Zwiespälte und dann hat sie halt Schluss gemacht. Und dann hatte ich erstmal die Schnauze voll von irgendwelchen Religionen, beziehungsweise von Christentum oder allgemein irgendwie sowas. Und hat dann mit dir Schluss gemacht, weil es nicht gepasst hat und Glauben? Nee, das hat einfach allgemein ein bisschen nicht gepasst. Nicht nur wegen Glauben, da gab es mehrere Gründe, aber und dann hat der Julian mich halt irgendwann, also da haben wir wieder geschrieben und da habe ich ihn so gefragt, jo, wir müssen mal wieder was machen. Und da hat er gesagt, jo, wir gehen am Samstag in der JG, also mit der JG ins Bad. Das war ja der erste Ausflug, wo ich mit euch war. Und das war mega lustig. Ja, und da habe ich das, glaube ich, das erste Mal kennengelernt, vorher nochmal auf dem Solar. Ja, und dann hast du mich so gefragt, kannst du ja mal gerne mit in die JG kommen? Und dann dachte ich mir, nee, warum denn nicht? Also, und das war eine mega krasse Erfahrung. Und nach ein paar Wochen habe ich mich da so einbefunden und hatte einfach so viel Spaß dran und habe mich so identifiziert damit, dass das einfach nur mega krass war. Weißt du noch, was das Thema damals war? Ich weiß es gar nicht mehr. Das weiß ich auch nicht mehr. Also, was ist doch mit den Bäumen, oder? Kann es sein? Ich weiß nicht. Also ich weiß auf jeden Fall, in der zweiten Woche hast du angefangen mit Identität. Ah, krass. Und dann ging das ein paar Wochen weiter. Aber was das erste Thema war, das war... Das war im Februar dann. Nee, Januar, glaube ich. War es also, schon Januar? Das war Januar. Ich bin kurz nach Januar, nach Neujahr, bin ich mit euch ins Bad gegangen und dann, ja, JG. Du bist quasi noch nicht mal ein halbes Jahr Christ. Noch nicht mal, ja. Krass. Aber das kommt alles noch. Viele, viele Jahre. Cool. Schön. Okay, erzähl mal weiter. Ja, also wir hatten dann ja eine Vielzahl von verschiedenen Gottesdiensten und JGs, wo ich mit dabei war. Das war wirklich krass, das muss ich wirklich sagen. Du hast ja eigentlich so von Anfang an eine unglaubliche Spannweite von Gottesdiensten mitgenommen. Also von traditionell mit hölzerner Kirchenbank bis zu charismatisch bis zum Umfallen, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, eigentlich echt cool, dass du auch so eine Bandbreite also mitbekommen hast. Das ist wirklich wichtig auch. Das fand ich, glaube ich, auch. Das war mit ausschlaggebend dafür, dass ich halt einfach wusste, dass es viel verschiedenes Zeug gab und nicht einfach nur so das, was man normalerweise im Kopf hat, wenn man jetzt einfach so als Atheist an Christentum denkt, so in der Kirche sitzen und zu Gott beten. Mhm. Weil das habe ich halt am Anfang auch irgendwie so im Kopf gehabt. Und dann hatte ich so viel Zeug, so viel Input und das hat einfach nur richtig Spaß gemacht und das hat mich einfach nur überzeugt. Ich fand das auch für mich irgendwie cool, weil man da selber, also als du das erste Mal mit dem Hauskreis warst, weiß ich noch, du wirst da selber mehr aus der Reserve gelockt, wie du redest. Weil wir haben halt so einen christlichen Jargon, ne? Wir benutzen einfach Wörter so selbstverständlich. Und ich weiß noch, als du damals so das erste Mal gefragt hast, was ist denn eigentlich so richtig Gebet? Er redet ganz über Gebet, ich weiß gar nicht so richtig, was das ist. Und das fand ich schon spannend, weil wir denken da überhaupt nicht mehr drüber nach, das zu erklären. Ne? Das ist eigentlich, wir sollten da viel mehr solche Dinge wie Herrlichkeit oder Heiligkeit oder sowas erklären. Ne? Das ist eigentlich voll cool. Das lernt man selber voll mit. Das war einfach mega interessant alles. Also vor allem der Hauskreis, weil da hat man mehr so mehr persönlichere Gespräche nochmal gehabt, was jetzt allgemein los ist und da konnte man nochmal persönlich aufeinander beten und das hat mega Spaß gemacht. Also kannst du es empfehlen, Leuten, die das jetzt sehen, in den Hauskreis zu gehen oder eine Kleingruppe? Das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Aber das ist einfach nur mega cool. Geil. Und jetzt ist so nach der ganzen Zeit, muss ich sagen, hast du auch echt, bist echt am Ball geblieben, ist auch in der Corona-Zeit. Ne? Also finde ich auch echt cool, dass du da nicht so mit dem, dass also nicht nur so halbherzig dahinter bist, sondern da auch wirklich, da probierst du es auch mit Jesus so durchzuziehen gerade. Wie tust du denn da gerade so deinen Alltag so gestalten? Im Moment, naja, ich bin früh halt, es hat ja wieder die Schule angefangen und im Moment bin ich halt früh um 6 wach und ich habe mir auf der Bibel-App halt so einen Wecker gestellt, da ich direkt einen Vers des Tages früh bekomme. Ach krass, was hast du für eine App? Die Bibel-App, die ganz, ich weiß nicht. Normale von YouVersion. Ja, von YouVersion. Mit dem grauen Icon.
Genau. Okay, okay. Mhm. Und dann lese ich halt, früh mache ich meinen Wecker aus und dann lese ich halt direkt einen Vers des Tages. Das ist manchmal echt mega interessant. Und dann versuche ich erstmal wach zu werden mit Duschen. Dann ist halt Schultag, das ist relativ normal halt. Und zu Hause ist es relativ abwechslungsreich. Und dann habe ich einen Abend. Jeden Abend höre ich Lobpreis und dann bete ich nochmal eine Runde, dann höre ich nochmal Lobpreis und dann gehe ich pennen direkt. Das ist so entspannt und das hält einem auch am Ball. Also das kann ich nur empfehlen. Cool. Und fühlst du dich da manchmal so, oder hast du da so das Gefühl, dass du so ein bisschen gegenüber hast mit Jesus oder dass du den manchmal so im Alltag begegnest? Oder wie ist denn das für dich so nach so kurzer Zeit? Hast du da schon so ein bisschen das Gefühl, dass du Jesus kennst? So, ja, also ich kann jetzt nicht wirklich von kennen reden, weil kennen ist halt ein großes Spektrum. Ja, das stimmt. Und ich habe echt schon viel mit ihm gefühlt und da ist auch hin und wieder mal was Witziges passiert. Und wenn man betet oder halt allgemein Lobpreis oder irgendwas macht, auch in der JG zum Beispiel, da merkt man manchmal, dass es einfach so eine schöne Stimmung ist und da weiß man manchmal, dass da Gott anwesend ist. Das ist mega cool. Ja, voll. Was vermisst du am meisten in der JG zurzeit? Das Zusammensein, das ist mega, das ist wunderschön gewesen. Und die ganzen Leute, das ist... Ja, ich vermisse es auch gerade zur Zeit echt. Also man merkt jetzt langsam, jetzt ist gerade so eine Zeit, ne? Wir haben es gut hingekriegt, wir haben es gut ausgebalanced und relativ schnell eine Brücke geschafft, auch mit den Kleingruppen. Aber jetzt ist gerade bei mir auch so, ich denke, oh, es könnte langsam weitergehen. Ja, ich finde auch immer den Input, den du, oder beziehungsweise den manche, das mache ich der Kurt auch, der Input, der da immer da war, das fand ich viel interessanter als jetzt zum Beispiel im Internet. Mhm. Und das hat einen auch viel mehr mitgerissen und es war viel interaktiver, das war einfach nur so schön. Es ist auch wirklich anders, das live zu predigen, ne? Weil du kannst auch viel mehr eingehen auf das, was jetzt gegenüber nochmal eine Nachfrage hat oder so, wenn es eine Gruppe ist oder so, du merkst selber, okay, wartet mal, ich muss mal noch kurz mal was nachblättern oder so. Es ist mehr High-Life, ne? In so einem Video, das ist halt gnadenlos, ne? Wenn du da irgendwas... Ja, aber dazu ist ja auch, dass dann danach da in den kleinen Gruppen ein bisschen... Ja, das stimmt. Cool. Und wie ist es bei dir so mit Kleingruppe? Entspannt. Also manchmal sind jetzt ein paar Leute nicht da gewesen. Aber es war immer richtig entspannt, eine gute Stimmung und man hat auch mal was mitgenommen. Was macht ihr, Zoom oder Discord? Zoom. Okay. Aber danach halt Discord. Also wir fangen an mit Zoom und danach gehen wir halt auf den PC und Discord. Geil. Cool. Wie macht denn ihr das? Ich habe zurzeit, also ich mache ja nur euren Hauskreise zurzeit mit, ne? Weil ich habe mich jetzt bewusst nicht dafür entschieden, jetzt mit in eine Kleingruppe zu gehen. Es sind jetzt 6 Kleingruppen und das wäre jetzt einfach, glaube ich, auch ein bisschen unfair, jetzt zu sagen, jetzt ich gehe in eine mit rein. Und ich finde es auch gerade ganz spannend zu sehen, dass auch die Kleingruppen leider gerade so ein bisschen die Verantwortung übernehmen. Ne? Da will ich mich auch nicht randrängeln, weil ich weiß selber, dass es mir gerade im Gespräch dann echt schwierig fällt, mich da zurückzunehmen und nicht da gleich alles probieren wollen zu erklären oder so. Und genau deswegen tue ich mir gerade, also die 2 Hauskreise noch, haben wir noch am Laufen. Ne? Und das sind gerade so die Zeiten, wo ich mich online reinschalte. Ansonsten guck mir den Input schon an für mich nochmal. Was voll schräg ist, wenn man sich selber sieht. Es ist übelst bizarr teilweise. Also genau. Aber es ist auch spannend. Manchmal merkst du es so selber, dass du Wörter benutzt hast, die du im Nachhinein sagst, das habe ich überhaupt nicht vorbereitet. Das ist überhaupt nicht. Also du wie als wenn du dir selber irgendwas Neues erzählst. Das ist voll crazy teilweise. In der Hinsicht freue ich mich auch gerade richtig auf das Video, weil das bestimmt so ein übel komischer Moment wird, wenn man dann einen selbst sieht und was man da so gesagt hat. Weil ich glaube nicht, dass man das jetzt alles so mitnimmt, was man sagt. Und dann kann man es einfach nochmal hören. Und das ist bestimmt richtig interessant. Und du wirst dich jetzt in diesem Moment angucken, Ben, und wirst dir denken, yo, es war genau so. Cool. Das wird komisch. Wie war das bei dir, als du das erste Mal sowas aufgenommen hast? Es war schräg. Also beziehungsweise aufnehmen, es kicken. Ne? Also gerade so die erste Steinbruchpredigt, das war auch cooles Wetter. Ne? Wir haben das ja auch damals zusammen vorbereitet. Ne? Ja. Wir haben ja das... und irgendwie, das lief halt gut. Ne? Das war halt so drin, es war auch super warm, es war super angenehm. Irgendwie war es auch lange Zeit nicht mehr so warm wie an dem Tag. Aber ich weiß noch, das Bizarre war, dass ich das erste Mal das gesehen habe. Ne? Du bist auf so einer Plattform, wo du eigentlich den ganzen Tag rumscrollst. Auf einmal findest du dich da selber. Und das ist voll schräg. Und denkst du, krass, ne? wie du da wirkst und so. Du merkst selber auch, was so deine Macken sind beim Reden. Ne? Was du immer die Füllwörter, die du benutzt und wie du guckst teilweise. Ne? Und dann muss ich mir auch immer Mühe geben, dass ich mit dem Gesicht stiere. Ne? Dass ich einfach so
so weggucke und überlege. Ne? Das sind so Dinge, die machst du einfach aktiv. Ne? Du nimmst dich viel selber viel mehr wahr. Das ist voll crazy. Aber das würde jetzt auch nicht behaupten, dass ich das dann für Video besser hinbekommen habe. Also das ist so, das ist ganz schwierig, das abzugewöhnen teilweise. Das ist krass. Aber ja, ich bevorzuge schon das Live-Predigen. Aber es ist auch schön, mal was nachhaltig zu haben. Also manchmal machst du dir eine Arbeit in der Vorbereitung. Ne? Gerade auch bei diesen Online-Predigten, das ist ja immer ein riesen Batzen Vorbereitung. Das ist eigentlich fast ein ganzer Tag. Einen halben Tag bereitest du vor, den anderen halben Tag tust du eigentlich mit Tränen. Und dann, wenn es richtig gut läuft, klappt auch irgendwas nicht. Dann musst du es nochmal machen und so. Ne? Und ja, das ist schon auch ein riesen Batzen Arbeit, den auch keiner sieht. Und ich habe auch echt manchmal so ein bisschen Bedenken, dass... ich hoffe, dass mich niemand falsch versteht. Dass niemand mich irgendwie nur so eine Sequenz anguckt und sich da eine ganz falsche Botschaft rausnimmt. Oder dass da, ja, das ist schon so ein Risiko, mit dem musst du halt einfach rechnen. Aber für Jesus geht's ja schon klar. Du hockst ja auch, also du machst ja, wenn du die Predigt machst, hockst du ja immer auch bei dir im Zimmer und dann bereitest du das ja vor. Wie lange brauchst du denn ungefähr? Das kommt drauf an. Wenn ich ein Thema habe, wo ich mich echt dafür begeistere, dann geht es schnell. Aber da merke ich dann auch selber, dass ich dann oft viel zu viel habe. Und das Schwierige ist nicht das Rausarbeiten von dem Zeug aus der Bibel oder von dem, was du predigen willst, sondern das Kürzen. Das fällt mir schwer, das kriege ich auch nicht immer hin, deswegen predige ich auch so lange. Weil ich es einfach noch nicht so richtig gut habe, das richtig in die Kürze einzupacken. Ne? Da bin ich selber noch voll am Lernen. Aber ich nehme mir meistens schon so einen ganz entspannten Tag. Also das Beste ist es, wenn es nicht auf Druck ist. Wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt richtig viel Zeit, ich habe jetzt nicht irgendwie eine Deadline, da gehst du richtig gut hin. Aber ja, meistens, ich nehme so einen Tag meistens. Und einen halben. Ja, das geht schon. Cool. Wie ist es bei dir gerade so mit Bibellesen? Hast du eine Routine noch gerade drin? Liest du regelmäßig? Das flaut manchmal ein bisschen ab, weil am Abend nach der Schule ist halt so ein bisschen wenig Zeit, habe ich nicht so viel Bock, irgendwas zu machen. Und dann früh muss ich erstmal wach werden. Deswegen, wenn dann am Wochenende, auf jeden Fall, aber unter der Woche weniger. Okay. Ich versuche es auf jeden Fall. Und bei dir? Ja, es geht mir also tatsächlich ähnlich. Beziehungsweise ist bei mir gerade viel halt durch Studium, liest du halt automatisch. Oder liest ja sämtliche Lektüre, wo irgendwie Querverweise zur Bibel sind. Das hat ja irgendwie alles immer einen Bezug zur Bibel. Da liest du das manchmal nach, aber so zur Zeit sind irgendwie so richtige privat. Ich tu jetzt mal lesen, ohne dass ich jetzt was rausarbeite, ist gerade auch bei mir echt selten zur Zeit. Aber das ist, ich habe jetzt auch nicht so ein Mangelgefühl. Ich finde es auch gerade echt, ich bin echt gerade, die Bibel ist so ein festes Bezugspunkt meines Alltags, gehört einfach dazu. Und ja, das ist so eigentlich cool, passt schon, es hat sich so eingearbeitet. Ich muss jetzt auch bald wieder noch das komplette Neue Testament durchlesen über das Studium. Das ist so ein, also weil wir gerade so Hintergründe vom Neuen Testament haben und alles Mögliche, da haben wir jetzt schon die erste Hälfte der Evangelien und so gelesen und jetzt geht der Rest noch. Also es ist eigentlich cool, ne? Das Studium, das bringt mich automatisch zum Bibellesen, das ist sehr gut. Bist du eigentlich mit der Bibel schon komplett durch? Weil das ist ja, also ich bin noch gar nicht so weit gekommen. Ich habe sie schon durch, aber nicht jetzt einmal komplett am Stück. Und gerade so, also so Prophet Jesaja oder Prophet Hesekiel oder sowas, das habe ich jetzt auch nicht komplett an einem Stück gelesen. Das, wo ich auch manchmal sage, wenn ich jetzt was überhaupt nicht verstehe, fällt mir es auch manchmal schwer, da am Ball zu bleiben. Gerade bei den Propheten ist es anstrengend. Da haben manche viel mehr Disziplin als ich. Ne? Manche ziehen das sagen, okay, das... Und das merke ich auch selber, wenn ich was lese und ich verstehe es gar nicht, trotzdem tut es meiner Seele gut. Ne? Aber ich bin halt so ein Verstandestyp. Ich will es einfach auch checken. Und gerade bei solchen Prophetenbüchern nehme ich mir langsam einfach da manchmal ein bisschen mehr Zeit. Und das fehlt mir gerade ein bisschen hinten hinaus. Ich habe aber schon, also bestimmt 90% schon durchgelesen. Halt wirklich viele so Prophetentexte, die sind halt auch ganz interessant, ganz eigen für sich, ne? Weil die sowohl ins Jetzt und ins Damals hineingesprochen sind, als auch über die Zukunft reden. Und da musst du rausfinden, ist es jetzt relevant für jetzt oder ist es eine Vorhersage? Und das ist super, das eigenes Interessenfeld für sich, so die Propheten rauszukristallisieren und rauszufinden, was die gerade wollen. Was kann ich mir davon jetzt in meinen Alltag mitnehmen? Das ist super spannend. Aber
Du hast ja gerade, wir lesen ja gerade im Hauskreis Epheser. Ja. Und hast du da schon jetzt auch so manchmal so Momente gehabt, wo du dachtest, heftig, ich habe das jetzt gar nicht so gedacht, dass Gott so ist, als ich ihn kennengelernt habe? Oder? Naja, ich weiß nicht, mehr so Missverständnisse, wo ich es gelesen habe und wo wir es dann ausgewertet haben. Das war zum Beispiel letzten Hauskreis mit der Stelle. Da ging es um Epheser 5. Nee, Epheser 5 oder 6 war das mit Mann und Frau. Ja. Texte, die man übel schnell falsch versteht, wenn man es ist. Also weil wir auch in unserer Kultur so ganz negativ geprägt sind in die Richtung. Und wenn man sich dann da mal ein bisschen nähert, aber jo. Ja, und das war halt am Anfang mega verwirrend und ich dachte mir, das hätte ich mir eigentlich jetzt nicht so vorgestellt und habe ich komplett missverstanden. Dann hast du es halt nochmal so erklärt, so richtig, wie es gemeint ist. Und dann hat sich das alles so immer richtig logisch ergeben, dass das Sinn hat, einen richtigen, festen Sinne, dass es auch so ist. Und es war mega mindblow. Das ist aber halt auch so typisch Bibel, ne? Manchmal, also das ist halt ganz schwierig, gerade in unserer Kultur, da gibt es sich ja auch wirklich Mühe, dass die Bibel schlecht zu reden und die Begriffe zu schänden, ne? Und das richtig für altmodisch abzustempeln. Und dann, ob du es willst oder nicht, du manchmal, das geht mir selber so, wenn ich so manchmal so Predigtbücher oder sowas oder Prophetenbücher, ne, da kommt gleich Assoziation, oh, langweilig, alt, versteht man nicht, ne? Sünde, staubig, ne? Gesetzlich und sowas. Und dann, wenn du dich dann näherst, merkst du, was das eigentlich für ein Schatz ist, ne? Und dass du diese Hürden überwinden musst, das ist so krass. Ich glaube, das ist zurzeit echt, also du hast da echt doch gerade einen echten Schatz, dass du das schon geschafft hast, das nicht vorteilhaft geplagt irgendwie ab, dass du es liest und nicht abwehrst, das ist echt mega cool. Ich habe da länger dafür gebraucht, wirklich. Ich habe da echt bestimmt bis 18 oder so, hatte ich da eher gesagt, Bibel, das alte Ding, ne? Was soll mir das ins Leben sprechen? Also hast du erst mit 18 richtig angefangen, Bibel zu lesen, oder? Ja, ich glaube schon. Ich habe halt immer nur gehört, immer nur von Predigten gelebt, aber jetzt ist selber richtig aktiv gelesen, nicht. Ne. Und dann habe ich halt auch irgendwann mal gesagt, krass, ich würde so gern mal verstehen, was das bedeutet, was da drin steht. Wie kommen die Leute da drauf, dass die predigen? Wie kommen die auf dieses Gottesbild? Wenn ich das lese, dann lese ich nur einen bösen Gott. Na, gerade im Alten Testament. Wie kommen diese Prediger da drauf? Und dann habe ich, deswegen war das auch mein Hauptbeweggrund, die Bibelschule damals zu machen und das halbe Jahr da zu investieren. Und sau, da hat sich mein Bild sowas von 360 Grad teilweise gedreht von manchen Stellen. Es ist echt heftig. Und was für Lügen man da teilweise auch hört, was für Bullshit da kursiert teilweise, ist echt heftig. Und Bibelschule kannst du einfach nur empfehlen, oder? Ja, klar, es ist eine krasse Investition, ne? Es ist ein halbes Jahr Lebenszeit, aber irgendwie merke ich, dass mein Leben danach so viel mehr Qualität hat, weil gerade das Bibellesen, es ist halt effizienter. Du liest es und du verstehst es viel schneller, du kannst dich viel besser an diesen Text nähern und dir viel mehr da, also wie wenn du was gräbst, ne? Wenn angenommen, der Boden ist richtig hart, dann musst du den erst aufhacken und dann ein Stück wahrscheinlich lockern und irgendwann kommst du dann in die Tiefe und für mich ist es gerade wie so ein fluffiges Beet. Ich muss nur ein bisschen die Erde so ein bisschen zur Seite machen und dann komme ich da ran, wo ich ran will. Weil ich super gute Hintergrundinformationen habe, ne? Natürlich ist man da sich auch in vielen, bin ich dann selber wahrscheinlich erst bei 5% von dem, was man da rausfindet, ne? Das ist so eine Tiefe. Das kannst du echt, also ich glaube, da lernt man, das wird man nie völlig verstehen, das Buch, niemals, glaube ich. Und da wird man, bis man 100 ist, immer noch was Neues lesen. Weil das ist das Coole, du lernst was Neues, du liest den Text, lernst was Neues, liest verschiedene Bücher und merkst ein paar Zusammenhänge, das verknüpft sich mehr und merkst, okay, das baut auf das auf und der beruft sich auf den und das erklärt das und dann kannst du es eigentlich schon mal von vorne lesen. Und dann erreichst du eine neue Ebene, weil dann verstehst du es mit dem ganzen Hintergrund. Ah, der redet jetzt davon, das ist ja heftig, der benutzt dasselbe Wort wie da auch und wie cool ist das? Und dann, wenn du das irgendwann verstanden hast, dann kannst du es nochmal lesen, dann verstehst du wieder eine neue Ebene und das ist mega, mega cool. Krass. Eine Bibel, die ist einfach wie so ein Döner. Die ist einfach perfekt abgestimmt aus ganz vielen verschiedenen Komponenten. Perfekt, das schmeckt einfach richtig gut. Nee, es ist ein Joke, weil wir vorhin uns unterhalten haben und der Ben der einzige Mensch auf der ganzen Welt ist von diesen
wie viel sind es, 7 Milliarden Menschen? Neun Milliarden schon. Ja. Ist er der einzige Mensch, der keinen Döner gerne isst. Und du wirst mir nachher einen ausgeben. Ich muss dich da auch noch bekehren. Ne, jetzt. Das werden wir mal sehen. Das werden wir sehen. Ach, ja, Döner. Aber das ist wirklich besonders. Ich kann euch allen nur Pizza empfehlen. Jo, ich bin mal gespannt, wie es zur Zeit weitergeht. Ich freue mich auf jeden Fall schon übelst drauf, dass wir uns endlich alle mal wieder zusammentreffen und eine übelste Party schmeißen, ne? Eine übelste Survive-Party. Jo, aber es wird anders sein danach. Ich glaube. Inwiefern? Naja, ich denke auch, dass gerade auch viele in ihren Kleingruppen eine ganz neue Tiefe erreicht haben, die sie vielleicht in dem großen Rahmen JG nie erreicht hätten. Und da jetzt auch viele Bindungen geknüpft sind, die vielleicht so gar nicht entstanden wären. Und gerade so eine Zeit, ne, wie du gerade machst, ne, dass du jetzt dich eigentlich nicht versorgen kannst mit JG, ne, dass du dich eigentlich wirklich selber gerade in die Sporen setzen musst, selber ins Gebet gehen musst und sowas, das stärkt dich ungemein. Und das wird anders werden, wenn wir alle wieder zusammenkommen. Wir werden viel mehr uns austauschen und stärken können gegenseitig. Und diese Erfahrung prägt einen halt auch übelst, dass man sowas überstanden hat. Das wird schon krass werden. Ich denke, ich glaube, das wird eine tiefen Dimension, die wir so nicht kennen, ist im JG. Eine Qualität, die wir uns vorher nur hätten erträumen können. Aber ich weiß halt auch gerade nicht, wie es weitergeht. Ne? Ob es jetzt heute oder morgen ist oder vielleicht sogar erst in einem Vierteljahr oder wer weiß. Vielleicht rudern sie nochmal zurück mit den Lockerungen. Wer weiß, who knows. Aber ich denke, es wird einen Weg geben. Ja klar, irgendwie schaffen wir das schon. Und ich hoffe, ihr schafft es auch und haltet so lange durch. Ne? Wir sind eigentlich jetzt auch relativ am Ende, ne? Oder? Ja. genau. Wenn ihr das euch jetzt anguckt und merkt selber, wow, krass, ich hätte auch mal was zu erzählen, ich würde auch gerne mal mit jemandem locker drüber quatschen, dann meldet euch bei der Caroline. Genau, und ansonsten, glaube ich, willst du noch abschließende Worte sagen? Naja, in der Ruhe könnt ihr echt viel mit Gott erleben und auch näher kommen. Das kann ich einfach nur empfehlen. Sehr cool. Geil, danke, dass du es gemacht hast. Kein Problem. Dich drauf eingelassen hast. Und bleibt gesund, wir sehen uns. Ich muss die ganze Zeit auf dein Auge gucken.